Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Part Mario Kart 8 Online. Ja, also in diesem Part, oh Gott, was gerade mit mir los? In diesem Part ist so ein bisschen dies und das, was ich aktuell. Wow, was ist das so? Was ist aktuell? Was ist aktuell? Und so weiter und so fort. Übrigens habe ich einen Fleck auf meinem Fernseher und das sieht mal richtig kacke aus. Ich habe den aber auch irgendwie nicht weggekriegt. Also ich will da jetzt auch nichts zerkratzen. Mal gucken. Muss ich nach der Aufnahme mal schauen. Und das erste, was ich mir so überlegt habe für diesen Part, ist das neue Projekt Assassin's Creed. Ah shit. Assassin's Creed 4 Black Flag. Dazu möchte ich gerne eure Meinung hören. Wie findet ihr das Projekt bis jetzt? Habt ihr es euch überhaupt angeschaut? Mögt ihr sowas? Sagt ihr, Alter, der soll aufhören und das woanders machen? Also mir macht es echt mega Spaß, weil ich halt Assassin's Creed richtig gerne mag. Und, ja, ich... Du blöder Blitz, Mann. Und, ja, also ich finde das richtig cool. Ich habe es einfach mal gestartet. Mir geht es auch bei diesem Projekt weniger um die Klicks als darum, dass ich Spaß habe. Ich habe ein bisschen geklaut und das werde ich hier im nächsten Part noch sehen. Ja, das war richtig dumm. Ja, du kleiner, du blöder Tollguy, Alter. Tollguy und Andy. Könnt ihr mahnen, Andy hat die ganze Zeit etwas Nachsicht gefordert. Ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, weil ganz ehrlich, welcher einigermaßen normale Mensch sagt, etwas Nachsicht bitte. Ja, kannst du ja gleich sagen, ich bin nicht so gut oder was. So, da Tolga mich abgeknallt hat, versuche ich ihn oder sie, es ist glaube ich ihn auch abzuknallen. Wow, ich habe den hinter mir abgeknallt. Was shit, Mann. Boah, das gibt es nicht. Oh, du Mann, Junge, Alter. Das gibt es nicht. Ist der noch an mir vorbeigezogen, ey? Ja, 6 Punkte. Das bringt mir jetzt auch nicht viel. Auf dem Regenbogen Boulevard geht's jetzt ab, denn ich will hier Erster werden, verdammt. Werde ich aber sowieso nicht. Wobei, wer weiß. Dann noch ein bisschen Mainstream. Ich hatte mir überlegt, weil ich denke, jeder wird es gehört haben, der Mercedes-Benz DLC plus ein kleiner Pad für Mario Kart 8. Und erst dachte ich, also gestern oder was? Nee, wann wurde es angekündigt? Gestern, glaube ich. Sofort als ich es gesehen hatte, boah, muss ein Part machen. Und dann habe ich mich aber irgendwie doch nicht aufgemusert, ein Part zu machen. Und ja, was ist jetzt? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich habe nämlich keine Lust, darüber zu berichten, denn allein schon 5% der Let's Player haben darüber berichtet. Und das nervt einfach, wenn man in der Abo-Box immer das gleiche Thema hat. Deshalb werde ich nicht so Mainstream sein. Ich werde mir den DLC natürlich holen. Ich denke mal, das ist auch ein Muss. Also, ich hoffe halt, dass mein... E-Shop... Oh, Mann, Alter. Shit, Mann, ich wollte den holen. Ja, Dreck. Ja. Ich habe auch noch ein paar andere PS4-Projekte in Planung. Also, Thief ist möglich. Assassin's Creed Unity,
Ja, FIFA, aber da bin ich nämlich. Ich denke, dass ich da eher mit 15 starten werde. Also mit FIFA 15. Gucken. Ja. Wow, yes. Da hatte ich gerade jetzt richtig Lachs. Yes, mein Gott, Alter. Was ein Lack, ey. Hat der den Blitz eingesetzt und dann. Boom. Oh my goodness. Oh yeah. Ja, ich hoffe auch, dass euch das Abonnenten-Special gefallen hat. Also ich habe mal so ein bisschen gesehen. Ja, also. Ich bin mal gespannt, wie das so. Alter. Wie sich das so mit den ja, Klicks, Daumen hoch bei den einzelnen Kanälen verhält. Ich muss hier sagen, dass ich ein kleines Gefühl habe, dass Niklas Rooms, der Kanal von ihm, dass der ein kleines bisschen mehr Unterstützung hat. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich rumflenne, dass ich zu wenig Unterstützung habe, aber es kommt mir so vor. Naja, wer weiß. Ich liebe diese Musik. Vor allem, wenn man dann so gut war. Ja, also 15 Punkte. Oder? Komm, also 10 sind auf jeden Fall drin. Genau 15 Punkte. Sauber. In den Steinblock-Ruin wird jetzt hoffentlich gerockt. Steinblock wird gerockt. Ha, lustig, ne? Ja. Ich weiß echt überhaupt nicht, was ich hier erzählen kann. Ich habe mir deshalb kein Thema rausgesucht, weil ich den Part gut gedrungen bringen muss, denn heute habe ich keine Zeit. Ich kann es nur vor 2 Uhr machen, deshalb ist es ein bisschen ungünstig. Naja, ihr könnt auch super gerne Projektvorschläge machen. Ey, oh du, nein, Mist. Nehme ich immer gerne an, ob ich sie dann mache, ist die Frage. Also sowas wie Destiny, Outlast, ist jetzt nicht ganz so mein. Oh, ey, er hat mich runtergeschubst. Meine Güte. Shit. Ja, aber was eventuell auch kommen kann, ist GTA 5 für die PlayStation 4. Schnell weg. So, oh, das war nice gemacht, auch wenn ich jetzt mal langsamer bin. Oh, den werde ich abwerfen, Ja, getroffen, oder? Was zur Hölle? Betrug. Alter, wieso? The heck, Junge? Ja klar, und dann treffe ich nur einen. Mann. Was geht denn jetzt hier ab, ey? Oh, ah, ja, Sasches, ey. Oh nein. Komm, Pilzespam. Letztlich. Ja, hallo, der ist doch runtergefallen eigentlich. Mann. Oh, ey, gosh, ich krieg hier gleich Zuckungen, ey. Ja, so, oh. Kleine. Nicht gehen. Oder nicht gehen. Yes, nice gemacht. Jetzt sind alles dabei. Oh nein! Der auch noch in Sterne. Alter, nein!
Hack, yes, 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 komm, 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 vierter, vierter, vierter ist in Ordnung, vierter ist in Ordnung. Dritter wäre natürlich noch keiner, nein! So, komm, 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 komm! Yes, dritter, 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 yes, dritter! Dritter! Boom! Boom, baby, boom! Boom, baby, boom! Boom, baby, boom! Ein Rennen geht noch und ein Rennen in der Gruselwusel-Villa geht natürlich ebenfalls. Ja, also ich denke, die den Assassin's Creed Park gesehen haben oder auch nur die ersten 5 Sekunden oder so, die werden gesehen haben. Ich habe mir mal ein bisschen was mit dem Intro einfallen lassen. Ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen, weil es war zwar Mist, nicht so aufwendig, also es geht, je nachdem. Aber mich interessiert mal euer Feedback, ob ihr das Intro gut fandet oder ob ihr das jetzige Intro gut findet oder ob ihr sagt, nein, der muss da mehr Musik reinmachen oder der muss da eine andere Musik oder irgendwie sowas. Wie schon gesagt, ich nehme alles Feedback gerne an. Ich lese mir alles durch, was ihr da schreibt. Oh Gott, nein. Puh. Ich habe mir auch eine neue Beschreibung zugelegt. Niklas Rooms auch, also ich werde es nicht sagen, deshalb. Sonst würde das so ein bisschen klingen. Ja, also eigentlich soll, also ich guck mal, ob Messe die ich auch machen kann, weil dann wären wir halt alle relativ einheitlich. Das wäre schon schön. Also Matthew, wenn du das Video siehst, gleiche deine Beschreibung an unsere an, wenn du möchtest. Dann sind wir nämlich alle ähnlich, aber du solltest es halt so machen, dass du nicht nur alles kopierst, sondern halt auch ein bisschen von dir reinmachst. Denn er benutzt ja keine Elgato und Tibum ja auch nicht. Aber bald, also da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Abonniert ihn schön, dann gibt es HD-Let's Plays. Dann kann er nämlich auch besser mit uns skypen und besser kommunizieren. Also eigentlich ist ein Abo für Matthew so eine Art Abo für uns alle. Denn es gibt dann bessere Skype-Konferenzen sozusagen. Und dadurch gibt es bessere LPs, bessere Parts, bessere Abo-Specials, mehr Views eventuell auch und mehr Spaß. Und das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Aber du, Junge, du bist kein Spaß für mich. Shit, komm, ich darf es jetzt nicht verhauen, ich darf nicht verhauen. Komm, Alter, nein, das kann ich gar nicht verhauen, nein, das kann ich nicht. Sauber, yes, super. Dann ist es auch schon wieder hier vorbei hier mit dem Mario Kart 8 Online Part 11, glaube ich. Oh, sauber, wir haben schon fast wieder 3100 Punkte. Ich sag nur mal, checkt die Beschreibung unten ab, wenn ihr Let's Plays machen wollt, holt euch das Equipment. Es ist zwar nicht so günstig, aber es lohnt sich mega. Also es macht einfach ultra Fun und ihr könnt damit ja sogar Lieder aufnehmen. Also ich könnte jetzt reinsingen und auf YouTube stellen.
Es sind echt grenzenlose Möglichkeiten geschaffen mit diesem Programm. Es sind grenzenlose Möglichkeiten geschaffen mit unseren Partnerkanälen. Schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Ein Abo, ein Like, ein Klick. Allein das hilft schon immens weiter. Wenn man dann sieht, boah, geil, ich hab einen neuen Abonnent. War ja letztens bei mir so, ich hatte 16 Abonnenten und dann kam der 17. und ich so, yes, cool. Habe ich mich voll gefreut. Ich sag tschüss und ich sag immer schön Pi bleiben. Check die Beschreibung ab. Ciao.